Kanufahren begeistert man meistens so das Zusammenspiel mit dem Wasser. Und man ist nie allein, du musst das Wasser spüren, es ist immer anders. Und wenn du die Kraft vom Wasser richtig einsetzen kannst, dann geht es vorwärts. Und das ist einfach cool. Und man ist draußen und man sieht immer etwas anderes und es ist sehr abwechslungsreich. Meine Stärken auf dem Wasser sind, dass ich sehr explosiv bin und dynamisch paddle und das Boot einsetze und so auch gut vorwärts komme. An einem Wettkampf oder wenn ich auf dem Wasser bin, konzentriere ich mich am meisten, dass ich die gute Linie habe, dass ich die Punkte verwische, die ich mir vorgenommen habe, durchzufahren, dass ich gut neben den Wellen durchkomme und die Wellen so einsetzen kann, dass sie mir helfen. Meine nächsten sportlichen Ziele sind, weil ich mich jetzt diese Saison mehr auf Slalom fokussiere, an der Junioren-EM und WM einen Finalplatz zu machen und dann in den nächsten Jahren mich gut zu entwickeln und ins Elite-Team zu kommen.